Den verheißenen Pfad zum Heiligen Baum. Also wir sollen den Lichtern hier folgen. Naja, können wir ja mal machen. Aber, oh, Latena redet mit uns. Ah, das ist die mit dem Wolf, richtig. Aha, okay. Gut, also wir verfolgen jetzt erstmal hier den Weg. Von Licht zu Licht. Ich meine, ihr wisst ja, mich reizt immer so ein bisschen auch die Seite auszuspionieren, aber ob das hier so klug ist und uns das auch weiterbringt, ich bezweifle es fast ein bisschen. Ich glaube, hier ist wirklich nichts außerhalb, sondern es gibt nur diesen Weg mit dem Licht. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt haben wir schon den Weg verloren, ne? Da ist er. Da ist der Weg. Da unten muss er weitergehen. Da ist auf jeden Fall ein Licht. Da ist auch wieder Licht. Und da sind Feinde. Tja. Ja, aber nur so komische Adlige. Die sind nicht so besonders gefährlich. Das ist okay. Aber auch weiter. Ach, das ist ein Item, deswegen. Der lebt noch. Harmput des normalischen Kriegers 23. Und da hinten ist ein Wolf aufgetaucht. Der lebt doch noch, oder? So, jetzt werden wir natürlich hier beschossen. Oh, das sind ja mal interessante Gegner. Wolfsreiter. Sehr cool. Oh, jetzt macht er eine ganz spezielle Attacke. Einmal eingerostet. Dann kommen wir da irgendwie nicht ran an den, ne? Jetzt. Ah, Mist. Sehr geschickt. Auf, ich versuche mal hier, den hier. Ja, das ist gut. Aber, oh, schau mal, die haben ziemlich viel Power. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Hierher. Ha, jetzt haben wir ihn nochmal. Sehr gut. Ich sehe halt nicht, auch nicht, wo dieses Feld aufhört, ne? Könnte halt schon gut sein, dass wir dann irgendwann runterfallen. So. Perfekt. Das gab schon einige Runen, muss man sagen. Und wir haben unsere Tränke zurückbekommen. Das finde ich auch gut. Weil wir ja auch nicht in einem Dungeon sind. So, wo haben wir uns jetzt... ja, wir müssen irgendwie nach da, oder? Nee. Nach da? Ja, so ungefähr. Hier lang. Ja, genau. Da jetzt zurück zum Weg. Richtig? Ja, so ungefähr richtig. Okay. Aha, schaut mal, hier geht's weiter. Was ist das hier? Das
das auch einfach nur so eine Lampe. So eine Leuchte. Das ist ein goldener Baum. Oder ist das nichts? Das ist ein goldener Baum, ja. Leider eine goldene Saat, die bringt uns nichts. Ich weiß nicht, warum es hier so viele goldene Saaten gibt zu sammeln, wenn die nicht so viel bringen. Das ist doch ein bisschen fies, oder? Da hätten sie entweder uns erlauben sollen, dass wir mehr steigern, unsere Tränke. Das ist doch ein Riese, oder? Ja. Zwei. Das kann gefährlich werden. Ach, die sind angekettet. Zeigen drin. Der kommt doch gar nicht an uns ran, oder? Angekettet oder hat er sich losgelassen? Jetzt gleich. Jetzt hat er irgendwas getötet. Ah, der hat sich losgelassen. Ich sehe schon. Okay. Jetzt hat er uns gleich erledigt. Das ist nicht gut. Pass mal auf, wir machen mal den hier. Jetzt haben wir ihn nämlich erledigt. Eieiei. So, und der andere Riese muss doch auch irgendwo hier sein. Der ist da. Oh, der hat auch noch gedrötet hier, der Typ. Die machen alle einen Haufen Schaden. Krass. Da ist noch einer. Der ist ein bisschen heftiger. Oh, die Hunde. Den Hunden muss man vorsichtig sein, die sind sehr agil. Wieder so weiter. So. Eine Pagenkapuze. Na, schauen wir doch mal, was hier oben drin ist. In der Truhe. Die Fackel von St. Trina. Das hört sich gut an. Das ist bestimmt eine Waffe. Können wir unser Pferd herbeirufen? Ja, können wir. Auch nicht schlecht. Ich schau mal ganz kurz die Fackel an. Fackel von St. Trina. Hier. Stärke E, Geschicklichkeit D, Glaube D. Löst Schlaf aus. Aha, okay. Feuer des Schlafs. Ihr blast in die Flamme des Leuchters und bedeckt den Boden vor euch mit einer violetten Feuersbrunst. Die berauschenden Flammen schläfern Gegner ein. Mhm. Interessant, auf jeden Fall. Gut, wir müssen, glaube ich, hier weiter, ja. Wir sind noch nicht so weit gekommen, schaut euch das mal an. Bis zur Karte, das ist schon noch einiges. Hier waren wir genau bei diesen Gräbern. Gehen wir richtig? Ne, wir gehen nicht richtig, wir müssen da hoch. Hier lang. Also mit dieser schlechten Sicht, das ist schon fies. Das ist schon fies. Aber schaut mal hier, wird uns eine Katakombe angedeutet. Können wir das aktivieren? Ja. Da hinten soll irgendwo eine Katakombe sein. Na gut. Führer und Torwächter, all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Ah, schaut mal, der hat eine Truhe dabei. Goldene Rune 13, das ist schön.
Irgendwo hier muss eine Katakombe sein. Die Frage ist, ich glaube, ich aktiviere dann nur den Ort der Wahrheit. Ja, du denkst, ich hätte dich, ne? Puste Kuchen. So, die sind schon abgelenkt. Oh, das ist ein weißer Wolf, der ist ein bisschen heftiger. Aber haben wir auch einen Kring gekriegt und jetzt kommt auch der Zaubervogel hier dran. Gut. Sind wir immer noch in der richtigen Richtung? Ja. Wir nähern uns einer Felswand, das heißt, hier könnte die Katakombe sein. Was wollte ich sagen? Was hatte ich gesagt? Ich hatte, glaube ich, gesagt, ich wollte dann nur den Ort der Gnade aktivieren und dann auch erstmal weitergehen, bis wir die Karte finden, ne? Hatte ich das nicht irgendwie angekündigt? Aber da war ich vielleicht auch wieder ein bisschen zu vollmundig, weil im Moment sehen wir noch keine Katakombe. Blöd. Ich dachte, wir wären hier richtig. Sind wir, glaube ich, schon. Weil die ganzen Feinde deuten darauf hin, dass wir hier schon langlaufen sollen. Dass es schon so geplant ist. Hier sind wir dann falsch, ne? Ja, hier sind wir schon zu weit drüben. Hier sind wir zu weit drüben, also eher in die andere Richtung. Also eigentlich müsste genau hier sein. Ja. Das ist ja auch irgendwo da oben. Wir kommen da nicht hoch. Ich sehe in diesem ganzen Schneegewirbel nämlich auch nicht, ob ich hier vielleicht irgendwo so ein Pferde nach oben Springding haben. So ein Pferdewirbel. Ist hoch? Nee. Da kann es auch oben sein. Ah, hier kommen wir hoch. Hier kommen wir hoch. Ja. Da ist ein Pferdewirbel, oder? Nee, auch nicht. Nee, auch nicht. Klumpenfleisch. Müssen wir da an die Felsen ran. Da sind die Felsen. Hier ist nichts. Okay. Andersrum. Naja, im Moment habe ich noch nichts gefunden. Ja, wir sind am richtigen Ort. Wir sind am richtigen Ort, aber wahrscheinlich immer noch nicht. Noch nicht hoch genug. Schätze ich mal. Ahnung. So, mal weiterzukommen. Ah, schaut mal. Hier ist es. Hier ist es. Okay. Also dieses geweihte Schneefeld ist schon echt fies. Muss man wirklich sagen. Aber wir haben hier zumindest mal die Katakombe gefunden. Geweihte Schneefeld-Katakomben. Wir können den Ort der Gnade aktivieren. Und dann wann anders hierher zurückkommen. Das ist auch schon mal ganz gut gelaufen. Würde ich sagen, wo sind wir? Ja. Also ich möchte jetzt gerne die Karte holen und dann werde ich eine Aufnahmepause wahrscheinlich machen, wenn wir die Karte haben. Das ist doch ein guter Plan. Wo sind wir? Hier. Ist ein Reh. Hirsch. Oder sowas. Kann natürlich sein, dass hier irgendwo auch noch eine Höhle auf uns wartet. Eine Höhle haben wir schon lange nicht mehr erforscht. Ja. Aber schaut nicht so aus. Hier gibt es noch was. Item. Und noch ein Item. Das schaut mir noch eine Falle aus. Ja, ist auch. Ist auch. Da kommen schon die Feinde, die Wölfe. Ich meine, die grauen Wölfe, das ist kein Problem. Die kriegen wir hin. Nur der weiße Wolf, wenn da wieder einen auftauchen sollte. Da müssen wir vorsichtiger sein. Da ist er. Da ist der weiße Wolf.
Sehr gut, natürlich war hier auch ein weißer Wolf, ist ja klar. Dann können wir die goldene Runde 9, können auch hier wieder auffüllen. Wir kriegen ja ständig Tränke zurück. Also kein Problem. Wo sind wir? Hier am Rand. Kennen wir das Gebiet vielleicht schon von oben? Haben wir das von oben schon mal irgendwie gesehen? Kann sein, weil wir sind hier schon relativ nah an diesem Gebiet. Kann gut sein, dass wir da schon mal von oben runter geguckt haben und uns gedacht haben, was soll das? Was sollen alle diese Wolken? Ich weiß nicht, ob das, wenn man hier irgendwie einen Boss besiegt oder irgendwo war, ob dann vielleicht dieser Schneesturm aufhört oder ob der für immer da ist. Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall nicht mal auf der Straße und hier scheint mir ein Boss oder sowas zu kommen. Oder irgendein Feind. Ach, wieder diese Wölfe. Nee, nee, nicht einfach nur ein doch ein Boss. Doch ein Boss. Dieser Radagan, oder wie der hieß. Dieser Wolf. Ach Mist, jetzt ist er, ach, jetzt ist er gerade in der Sekunde ausgewichen. Wie viel Pech kann man denn haben? Ich glaube, da muss ich mit dem hier ran, sonst geht's nicht. Dieser Wolf, der ist echt heftig. Denn da hatten wir auch schon oben im Schneefeld Probleme. Wo geht er denn jetzt hin? Da geht das irgendwie weg. Der ist irgendwie verschwunden. Ach Gott, und dann wieder dieser fiese Angriff von hinten. Wir sind tot. Mist, 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 Mist. Mit 62.000 Runen. Und wir müssen bald eine Aufnahmepause machen, aber wir können zumindest zu den Katakomben uns teleportieren. Die müssten da gleich ums Eck sein und dann werde ich demnächst eine Aufnahmepause machen. Ach, wir starten sogar bei den Katakomben, umso besser. Wir haben ja ein Pferd. Das heißt, wir könnten eigentlich jetzt schnell zu den Runen reiten. Den Kampf auch vom Pferd aus bestreiten, oder? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, Leute. Aber wir haben unsere Runden wieder. Schon fies, dass er sich dann immer so zurückzieht, ne? Und ich sehe halt gar nichts. Also ich habe jetzt auch wirklich keine Lust, da irgendwie in diesem Nichts gegen das Ding da zu kämpfen. Was ist hier los? Da ist wahrscheinlich unten gar nichts mehr. Deswegen gehe ich mal hier hinter. Wir müssen hier irgendwie weg von diesem Plateau. Da führt nämlich kein Weg runter. Zumindest sehen wir nichts. Hier sehen wir was. Ziemlich, wie gesagt, zurück von diesem komischen. Ah, hier ist ein Blöd. Auch nicht schlecht. Ah, das ist ein weißer Blöd. Okay. Das ist eine Kugel. Die kann man, glaube ich, mit dem hier ganz gut gleiten. War das nicht so? Mist. Ich wollte gerade was trinken. Habt ihr es gesehen? Naja, egal. Wir wissen jetzt, wo wir hinreiten müssen. Neues Ziel. Diesmal nicht zum großen Wolf, sondern diesmal zu der komischen Kugel. Eieiei.
hier runter und dann darüber. Ja, wir sind jetzt nicht zu weit unten. Direkt am Abgrund. Das gab schon einige Runen jetzt auch nochmal. Sehr gut. Da ist gleich der Meister auf der Seite. Puh. Gut. So, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ob wir hier runterkommen. Und was wir hier irgendwie bekommen haben von dieser komischen Kugel. Ich glaube, wir haben hier gar nichts bekommen. Naja. Kommen wir hier runter? Ich glaube, ja. Ja. Doch, müsste gehen. Wir haben hier immer noch unsere Regenbogensteine drin. Ja. Ah, noch eine Kugel. Erstmal ohne Wölfe besser. Tatsächlich einfach nur Punkte, wenn man die besiegt. Gut, kommen wir hier auch runter. Ich glaube ja. Ja. Hier müsste nämlich bald die Karte sein. Ja, so ganz bald auch nicht, aber so ungefähr. Freund herbeirufen und da ist irgendwie ein Tor. Seht ihr das Tor? Da ist irgendwie eine Tür oder sowas. Ja, dann machen wir das doch. Ich muss jetzt eine Aufnahmepause machen. Naja, schauen wir erstmal kurz, was hier noch auf uns wartet. Wahrscheinlich ein Boss. Was ist das Feine hier? Geisterfeinde. Und da ist auch noch mal einer. Ne, das sind wir. Der albinaurische Turm. Ihr müsst das Rätsel lösen, um einzutreten. Okay, ich glaube, wir müssen wieder diese Geister suchen. Das hatten wir ja schon mal. Ja, genau, hier ist auch schon der albinaurische Turm. Oh, sind das Kugeln? Ja. Und gleich viele davon. Wow. Wir haben einmal das andere Schimmersteinmetz und dann haben wir noch das andere. Nummer 23. Das müssen wir noch. So, haben wir unsere Tränke zurück. Der Freund ist auch immer noch da. Schau ich mal kurz diese Handbücher an, damit ich glaube ich eine Aufnahmepause machen. Hier mitten im Nebel. Aber warum auch nicht? So, Inventar. Wo waren denn nochmal die Handbücher? Waren die hier? Ne, die waren da nicht. Da waren sie nicht. Hier waren sie, glaube ich, ja. Ne, auch nicht. Dann da. Also einmal hier die 23, da kriegen wir gefrorene Rosine, geräuchertes Fleisch der Klarheit, geräuchertes weißes Fleisch der Klarheit. Und dann haben wir noch den Achter hier gekriegt, da kriegen wir den Akademie-Magie-Topf. Okay, ja, ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Wo sind wir denn gerade? Wir sind hier, wir sollen das Rätsel lösen. Das heißt für mich, dass wir mehr, noch mehr von diesen
Ja, das sollen wir nicht lang. Wir sollen noch mehr von diesen komischen versteckten Wichten da. Irgendjemand, ich glaube, du hast schon eine gefunden, ne? Wo ist er denn? Da ist er. Ach, das sind noch mehr von diesen Kugeln. Okay, kämpf mal. Ich kann leider nicht zu dir hin. Ich könnte höchstens, ja, mitkämpfen. Das bringt kaum was. Naja, lass ich da mal. Ich glaube, dass wir diese Wichte hier suchen müssen. Aber wo können die sein? Ich meine, die können überall sein. Mit diesem Nebel findet man ja nichts. Ich kann mich nur daran orientieren, dass die Imitator-Träne da verschwindet. Dass wir vielleicht dann schon zu weit weg sind. Ist ziemlich fies. Es ist ziemlich fies, dieses Rätsel. Da sind wir angekommen. Hier sind wir angekommen. Dann kann ich nur noch gucken, ob da hinten vielleicht noch einer ist. Da ist noch einer. Schaut mal. Drei von diesen Dingern musste man suchen. Das war in dem Hochplateau von Altus oder sowas. Ah, da ist gleich der dritte. Vielleicht ist es jetzt schon offen. Kann das sein, oder? Da ist noch einer. Oder waren das die, die immer wieder auftauchen? Das waren, glaube ich, die, die immer wieder auftauchen. So, wir müssen tatsächlich das hier zerstören. Ist jetzt offen? Ist immer noch nicht offen. Ja, die kamen immer wieder. Ich weiß noch nicht mehr, wie konnten wir denn die besiegen? Ich glaube, wir mussten die nur finden, oder? Besiegen mussten wir die nicht, sondern nur finden. Das heißt, zwei haben wir schon gefunden. Ja. Da ist ein Abgrund. Hier ist eine Libelle. Da ist ein Abgrund. Da wollen wir nicht runter. Dann nochmal dahinter. Aber da war auch nur ein Abgrund, ne? Wo wir hier lang gucken. Da ist noch ein Abgrund. Und da ist auch nichts. Ja, das ist der, den wir schon gefunden haben. Also zwei haben wir gefunden, der dritte. Ich dachte, das ist doch der dritte. Wir haben drei gefunden schon, aber die zu besiegen hilft nichts, weil die immer wieder auftauchen. Ich gehe nochmal hierher. Ihr müsst das Rätsel lösen. Na gut. Versuchen wir beim nächsten Mal. Ich werde jetzt erstmal hier stehen bleiben und eine Aufnahmepause machen. Die Imitator-Trenn ist noch da, ja. Gut, kurze Aufnahmepause. Beziehungsweise vielleicht noch eine lange. Also ich werde morgen weiterspielen. Für euch ist es vielleicht eine kurze, wenn ihr dann die nächste Folge gleich anschauen könnt. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dann, macht's gut, Leute. Ciao.